Hallo Leute, guten Abend. Einmal sorry, dass so spät ein Event-Wochen-Video kommt. Nun, ja, ich war beim Friseur und ich war beim Kleidergeschäft einmal kurz einkaufen diese Woche. Ich hoffe, gefällt euch. Ja, ein bisschen mein Aussehen verändert. Aber wir haben diese Woche einige neue Sachen bekommen. Und zwar der Gary ist zurück. Ja. Und zwar Job spielen von Rockstar stellt und unter Missionen. Ja, die Missionen sind übrigens, die können alle Missionen sind diese Woche auch freigeschalten, nur nicht die Casino, warum auch immer. Da gibt es auch noch zweimal RP und zweimal Geld. Ja. Und darunter finden wir jetzt neue Carry-Missionen, Kontaktmissionen, und zwar unter Endspurt. Ja, Endspurt, wie gesagt, schon wie schon im Eingangstrailer gesehen, ja, gibt es ja sechs neue Mission. Ja, also Endspurt, miese Gesellschaft, Dealerjagd, Endprodukt, schneller Handel, gute Figur um die Wurst. Ich persönlich habe sie beide schon gespielt, also beide habe ich gesagt. Ich habe diese sechs Missionen schon gespielt. Ich muss sagen, ja, sie sind nicht so sehr, dass man sagen kann, hochjubeln, aber sie sind sicherlich sehr spielbar. Ja. Nichts Besonderes, ja. Es sind die Gary, neuen Gary Mission. Die Gary Mission. Also kann man aber gutes Geld verdienen. Ja. Ja, gute Figur. Da sucht man Actionfiguren. Ja. Ja, wie gesagt. Da ist man im Schlachthaus. Und bei manche, da ist man beim Drogendealer, glaube ich. Schneller Handel, ja, Dealerjagd, ja, und miese Gesellschaft. Da musst du Kisten oder was untersuchen. Aber wie gesagt, das lasse ich ganz euch überlassen. Und natürlich sind noch die normalen Rennen auch noch verfügbar. Die Hot Wheel Rennen, wo es dieses Woche auch wieder gutes Geld gibt. Also die Hot Wheel Rennen sind ebenfalls, die Open Wheel Rennen sind auch wieder dreifach, sogar dreifach RP und dreifaches Geld. Die findet ihr unter Rennen. Ja. Man kann diese Woche auch relativ gutes Geld machen. Also hier auch hier gutes Geld, auch als Mitarbeiter von einem CEO. Ja, also CEO angestellt, also man meldet sich einmal sich, also sich selbst einmal, ein Freund meldet sich an als CEO. Ich bin jetzt im Passivmodus und stellt dann seinen Freund ein, der kann diese Woche dreimal gewinnen. Also dreimal gewinnes Gehalt, also nicht 10.000 ist das höchste, sondern bis zu 30.000 kann er diese Woche bekommen. Also auch da kann man gutes Geld bekommen. Ich habe noch schnell was getrunken. Also gutes Geld auch hier als Mitarbeiter eines CEO. Also schnappt er deinen Freund, melde dich an als CEO und stell ihn ein oder stell die Freunde ein, die können bis zu 30.000 Euro, oder 30.000 GTA-Dollar, Entschuldigung, verdienen. 30.000 GTA-Dollar können sie also verdienen. Gut, wie gesagt, alle Kontaktmissionen, gutes Geld, gibt sicher gute Missionen dabei. Sechs neue Carry-Missionen. Ja, also spielt es, probiert es.
Ich persönlich muss sagen, es ist nichts Besonderes daran. Ja, es sind nur die Gary-Missionen. Ja, also, naja, wie gesagt, mir müssen es nicht taugen, euch muss es taugen. Wie gesagt, gute Figur ist eigentlich die einzige Mission von Gary, was man taugt. Weil da musst du nur 10 Actionfiguren suchen. Ja, man, Gegner musst du auch besiegen, aber da hast du massenweise Zeit. Ja, gut. Wie gesagt, die Open-Wheel-Rennen, die Formel-1-Rennen sind auch wieder angesagt. Dreimal RB, dreimal Geld. Dann, wie gesagt, die Gehälter von den Mitarbeitern dreimal Foch, also dreifach Gewinnchance, 30.000 GTA-Dollar. Gut, was haben wir sonst noch diese Woche? Wir haben eigentlich... Ja, die Woche muss ich ehrlich dazu sagen, lohnt es sich, Entschuldigung, das war glaube ich die falsche Seite, sich einen Kuruma zuzulegen. Diejenigen, die noch keinen Kuruma besitzen, sollten wirklich jetzt einmal ernsthaft diese Woche nachdenken. Ja, um vielleicht doch zuzuschlagen, denn um den Preis, Kinder, kriegt's den Kuruma nicht mehr. Karin Koroma gepanzert um 157.000, ja, also 70%, ich glaube 60% oder 70% verbilligt, also um den Preis kriegt das Auto nimmer, also um den Preis kriegt das Auto nimmer, also wer sich die Woche den Karuma nicht kauft, den gehört wirklich links und rechts an die Oberkaut. Ja, na, den muss ich noch schimpfen, weil der, na, wenn er nächste Woche daherkommt und er sagt, er will sich einen Karuma kaufen, den gehört ein Tätschen Oberkaut. Dem gehört ein Tätschen Oberkaut. Ja, selbst wenn er jetzt die 157.000, ihr müsst das jetzt einmal rechnen, 157.000 hernehmt, und den Karuma komplett aufrüst, ja, habt ihr auch noch vielleicht einen Wert unter die 500, ja, oder habt ihr vielleicht die 500, aber ihr habt dann einen voll aufgetunten Karuma, Leute, ja, also wer dann die Woche nicht kauft, dem gehört links und rechts eine Oberkaut, ja, meine Entschuldigung, liebes Rockstar, liebes YouTube, Security Team, Entschuldigung, aber das, da muss ich jeden, der was ich die Wochen, der was ich wirklich ernsthaft an Karuma zulegen will und die Wochen kann kaufen, dem, Entschuldigung, liebes YouTube, Security Team, weil man muss ja in letzter Zeit aufpassen, was man sagt in dem Video, Entschuldigung, das müsst ihr selber einsehen, ja, dem gehört links und rechts eine Einigkeit, ja. Und Volltrottel gesagt, man, sorry, Entschuldigung, schön sprechen, diese Woche gibt es den Karin Koroma gepanzert um 157.500. Wenn du diese 157.500 nimmst, ihn kaufst, fährst du entweder in die Firmengarage oder zu einem Saturn Custom Werkstatt, ja, und tunst ihn voll auf. Tunst ihn voll auf. Wirst genauso, denn hast du sogar um 500.000 einen voll getunten Karin Koroma, Alter. Also da musst du zuschlagen, Alter. Ja, Alter. Und nicht nächste Woche sagen, ja, ich habe versäumt. Alter. Ich zuck aus, wenn Leute mit der das anschreiben. Ich zuck aus. Ja. Ja. Also, Karin Koroma gepanzert 157 nehme in die Hand und kauf's. Ja. Tunst dann früh auf, hast sogar noch immer vielleicht einen Wert unter dem. Ja. Ja, immer das nämlich ausgerechnet. Ja. Bei 50.000 dort, 50.000 da, hast sogar einen getunten. Aber wirklich voll aufgetunt mit allem drum und dran um den Betrag. Alter, wenn das keiner kauft die Woche, dem gehört wirklich keine Oberkaut.
Gut, das war mal der Wagen, also Karin Chroma 157. Zum Vergleich zum nicht gepanzerten ist ja das ja schon ein Wahnsinnsgeschenk, die Wochen. Ja, der kostet normalerweise 95, also die Preisspanne, die ist gigantisch. Ja, weil normal, wenn der verbilligt wird, kostet Leute, kann wisst ihr, noch immer über 200 oder 300. Ja, aber am 157.000 war das noch nie in 7 Jahren, dass der so billig war. 157.000, Alter. Ja, das ist gigantisch. Ja, Leute, schlagt zu, kauft es ihm, tut es ihm auf, habt es noch immer. Seid es noch immer, vielleicht seid es drüber mit den 5, aber ihr habt es dann auch. A voll getunten Karuma. Ja. Okay. Liebes YouTube Security. Eh schon wissen. Ich gehe schon wieder oben vom Gas. Alles gut. Alles gut, liebes YouTube. YouTube. Alles gut. So. Der nächste Fall. Ja, der könnte ein bisschen billiger sein. Der könnte ein bisschen billiger sein, der ist mir noch immer ein bisschen zu teuer. Ist der Ocelot R88. Drei Toms ein bisschen, naja. Okay, R88 ist eine Aktion. Ist mir noch zu teuer. Warte noch. Ja. Aber gut, fahr mal eins. Wer sind kaufen will, 2, 3, jetzt statt 3, 1. Gut. Das waren natürlich noch nicht alle Aktionen. Das ist natürlich klar. Das ist natürlich klar. Es gibt natürlich dann auch noch die Büroausstattungen. Die Büroausstattungen. Warte, das haben wir jetzt auf der falschen Seite. Entschuldigung. Vielmals um sorry. Vielmals um sorry. Das ist dann die dünnste Exit. Das ist natürlich die Büro. Ausstattung. Da gibt es natürlich die Wochen auch natürlich Vergünstigungen. Ich wechsle jetzt auf Personal. Also das heißt, statt 150 kostet der Wechsel jetzt 60.000. Das ist auch Aktion. Der Namewechsel ist natürlich von der Schriftart, kann man das natürlich hier auch diese Woche ändern lassen. Ja, würde man das in nicht. Ich habe jetzt im Waffenschrank in so also einem Wohnbereich auch, da gibt es natürlich diese Woche auch Vergünstigungen. Ja, und das heißt dann 60.000 würde diese Renovierung dann kosten. Ja, und da kann man dann die Form, das Dekor, ja, kann man da auch ändern. Zum Beispiel, das Dekor könnte man da zum Beispiel ändern. Ja. Gibt es auch eine Aktion, also statt 415 auf 166. Man kann sich das Dekor natürlich dann auch einrichten. Man kann sich da jetzt natürlich pipifein natürlich einrichten. Ja, man kann sich das Büro dann eben dann pipifein einstellen. Also das heißt Führungskraft, ja, hast du wahrscheinlich wie jeder andere jetzt. Ja, dann auf cool. Ja, also hast da Aktionen, cool, nicht kontrastreich, ja, Aktor 500 auf 200, ja, dann warm, ja, wer warmer, 950 auf 380 zum Beispiel, nicht? Dann haben wir da klassisch, nicht? Dann traditionell, nicht, kann man auch Essig. Gut, das hätte fast 1 Million kostet, da stellt er vor, 1 Million auf 400.000, also das ist ja wirklich ein Wahnsinn, das Dekor da. Ja, dann das Konservativ, ja, 3, was heißt das, 835, glaube ich, auf 334, dann, und poliert kann man da auch nehmen, 910 auf 364, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, das Waffenschrank, da ist glaube ich eher nicht. Und wie gesagt, da ist da diese Woche Aktion. Ja, das
wenn wir jetzt einen ändern. Mir würde das jetzt 424 Daten kosten, aber das tun wir jetzt nicht. Braucht es dann auf Home gehen und dann löst es eh automatisch. Ja, dann ist wie gesagt APT, wie gesagt, das ist eben, da kannst du es dann eben renovieren, beziehungsweise ist dann auch da bei den Garagen eben, kann man das eben auch machen, ist die Woche auch Aktion, ja, bei den Garagen kann man dann auch das, den Innenraum, die Beleuchtung, ja, und sogar das Logo ist diese Woche hier in Action. Ja. Gut. Löschen können wir das wieder, wenn man auf den Home-Button da geht. Also wie gesagt, auf diverse Dynasty Exitive ist Action. Da haben wir glaube ich eh nichts. Da ist schon lange nichts mehr. Nein, haben wir eh nichts. Dann ist, also da braucht es gar nicht die Woche schauen, da ist glaube ich nichts. Da ist glaube ich nichts. Nee. Auf die Lagerhäuser, auf die, was im Büro habt, ja, sind diese Woche auch Aktionen auf die Lagerhäuser, ja, aber nicht hier auf die Immobilien da, auf die Lagerhäuser, wo es die 110er, 32er und die 110er, 32er und die 16er Kisten hinstellt, das sind die Lagerhäuser, dort sind diese Woche auch gutes Geld. Wenn mir der Name sichert, dass ich in seiner Partei beitritt, dann heuer meine Ober. Das ist doch jedes Mal dasselbe Scheiß, wenn du da ein Video machst, dass sich da irgendwer stört. Gut. Und jetzt stört mich der Trotlana. Ja. Gut. Wie gesagt, alle Lagerhäuser, das sind diese Lagerhäuser, ja. Gibt es auch Aktionen, ja. Gut, wie gesagt, man kann diese Woche wieder auch in die Prämienrennen oder Twitch Prämienrennen natürlich auch einiges machen. Warum ich die nicht erwähne, das ist, sind solche Orte, das heißt jetzt, das sind auf der Landkarte, ich habe jetzt nämlich die ganzen Events ausgeschaltet. Ja, das sind, ich kann es euch eh einmal sagen, auch, weil viele mich fragen, wie man das aus- und einschaltet. Und zwar, da geht's, Markierung ausblenden, Jobs, alle Jobs, eigene. Kannst Landrennen, Luftrennen, hier Deathmatch, Missionen anzeigen, ja. Und da kannst du halt das Ganze dir anzeigen lassen. Ich hab's ausgeschaltet, weil das sind dann diese blauen Sterne, ja. Das heißt, dort hast du zum Beispiel Powerplay, dort hast du zum Beispiel Enderlodge 2, dann hast du zum Beispiel, weiß ich nicht, die Mission, das ist da zum Beispiel Extraktion 4, ja, was haben wir da? Da zum Beispiel die gelben Sterndl, hast dann Beste gegen Schlitzer, bei Königsdisziplin angeblich anscheinend, ja, oder was haben wir da? Eher Quarto 2, ja. Zum Beispiel.
Und das kann man nicht, ja, weil viele mich fragen, wie man das macht. Also wie gesagt, Markierung ausblenden, Jobs kannst du eigene oder ausblenden, alles. Oder eigene, ja. Und dann könnt ihr euch halt dann das alles anzeigen lassen, was wollt. Genauso die Event, eigene Kontrollpunkte könnt ihr euch da anzeigen, heiße eben das ganze Zeug. Ne? Und natürlich auch die Geralt-Missionen, ja, könnt ihr euch anzeigen lassen, ja. Wie gesagt, ich gehe da jetzt wieder ausblenden, das nervt mir ein bisschen. Es könnte, ah ja, das habe ich jetzt total vergessen, es könnte sein, dass jetzt die Geralt-Mission, mal rausgehen, ja, wo ist denn jetzt mehr da schießen? Ja, das ist Gästezimmer gewesen. Ich war jetzt im Gästezimmer nämlich. Es könnte nämlich sein, dass die Geri-Mission, das haben sie auch ein bisschen umständlich gemacht, Rockstar, nicht gleich aufleicht. Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Das heißt jetzt. Ich hab's jetzt schon, ja. Ich habe jetzt die Geri-Mission und die Simone auch. Und ich habe den Martin auch, ja. Es kann natürlich sein, dass die Geri-Mission nicht gleich aufleicht, ja. Das heißt, was mache ich da? Was mache ich da? Scheiße. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das ob das ein Bug war, der Software, oder ein Netzfehler oder was weiß ich. Ja. Es kann sein, dass die Geri-Mission nicht gleich kommt. So, was tue ich da jetzt? Ja, aber ich sage, interessiert mich nicht mehr. Ah, das natürlich nicht. Jetzt her, Rockstar steht, Mission, und spielt irgendeine abgefuckte Mission da. Irgendeine abgefuckte, am besten spielt, weiß ich nicht. Ich hab zum Beispiel die abgefuckte Mission, Probleme am Bier, glaube ich, gespielt. Ah, das war's nicht. Die Liste habe ich da eine coole Markt für eins wird. Weil die Missionen da, die da, die sind nämlich da auch noch nicht angeführt. Ja. Die kommen auch erst. Das ist eine G-Sache, zum Beispiel. Ja, alles, was mit einem Geri zum Tag hat, was habe ich da schon gemacht? War jetzt mal nicht. Irgendeine Geri-Mission habe ich da gemacht. Überschwemmungen LS, das da glaube ich. Die habe ich gemacht, diese Geri-Mission. Ja. Die habe ich gemacht und dann ist es gekommen. Ja. Warum, dass es Rockstar so gemacht hat, fragt mich bitte nicht. Weiß ich nicht. Ja. Und dann ist dann eh die Geri-Mission. Kannst eh hinfahren zu ihm und von dort aus auch wieder starten. Ja. Ja, da habe ich dann dazu bei. Das sind also Sachen, was du da ausblenden lassen kannst. Na gut, die stören mir jetzt weniger. Aber das sind da zum Beispiel die Sachen, was ich nicht erwähne bei meinen Eventwochen bisher, das sind die auch gute Landrennen, wo es gutes Geld gibt. Ja. Aber wie gesagt, das müsst ihr selber rauskriegen. Ich bin jetzt so für die Rennen. Ja. Aber wie gesagt, nicht verzweifeln, wenn die Geri-Mission nicht gleich kommt. Ja. Ja, also wie gesagt, macht die Überschwemmung in LS rüber und dann kommt sie. Weil als erstes, was ich gestartet habe, habe ich mir gleich geschaut, ja super, Leiwand. Welche Missionen? Super! Leckter Wasser, Alter! Mission. Ich suche da. Okay. Aha. Wenn man dann denkt, okay, vielleicht haben sie es unterwegs, so seine. Aha. Okay. Ah, nicht. Okay. Schauen wir nochmal.
Simon ist da, aha, Martin ist da, aha, aber nirgends der Geri. Ja, jetzt hab ich's, aber vorher nicht. Aha, fuck. Hey, Scheißdreck, die Schärfe nicht weiß, ey, kriegt das der Rockstar Scheiß drauf. Und dann kriege ich irgendwie zufälligerweise von einem Mitspieler, ja, eine Anfrage, Mission, ja, zufälligerweise, ja. Ja, Leute, ich bin leider gefragter Mensch, seht's, zufälligerweise, eine Anfrage auf Überschwemmung in LS. Ich meine, gescheißet, jetzt muss er selber doch packen. Fahrt er noch in den scheiß Kanal und die schießt ein paar Mal Leute und das war's. Ja? Schießt ein paar Leute und das war's. Ja, ich weiß eh so. Ich hab die Drecksarbeit dann eher lang gemacht, weil sie geschlichen hat. Weil ich glaube, ich eifersüchtig war ein bisschen, weil ich einen Deluxe gehabt hab. Ja, ein 88er, was willst du mit einem 88er? Ja? Bin ich hingefahren, Deluxe, und bin hingefahren, hab das selber gemacht, weil ich dachte, scheiße. Und dann habe ich schon auf einmal einen Herrn in der Leitung gehabt, und zwar den Gerald, hat er sich gesagt, Dankeschön, Leiband, und gleich zwei Minuten später hat er geschrieben, hey Dicker, ich habe etwas Neues im Rennen. Wenn du interessiert bist, schau mal vorbei. Und man denkt, okay. Und auf einmal, juhu! Juhu, das geht da! Juhu! Juhu, Gary! Ja. Aber du kannst natürlich auch, eben natürlich nach wie vor auch vom Telefon. Ja, leck mich doch in Wurst, Alter. Wir sind ja heute online. Vom natürlich auch von hier anrufen. Ja. Und hier einen Job anfordern. Das geht auch nach wie vor. Ja. Job anfordern. Ja. Das ist allerdings. Ja, der Trottel. Der Wichser, der soll mir weiß der was. Gut. Ich hoffe, ja, es sind schon wieder ein paar Idioten unterwegs wahrscheinlich. Ich hoffe, dass ich jetzt alles gesagt habe. Ziele hätten wir, oh, Drohne, Scheißdreck. Ja, haben wir eigentlich, da passt ja alles Stil. Sonderfahrzeuge. Ja, ja, macht ihn auch wichtig. Spannpunkt. Ja, wie gesagt, gutes Geld. Zusammenfassend, sagen wir, Geri-Missionen, Openville, Mitarbeiter an Karuma, so billig wie noch nie, an R88. Ja. Ja, die restlichen Missionen, die sind ein bisschen Chance. Ja, also die sind. Es gäbe diese Woche auch wieder was anderes auch noch. Ja, die Spitze. Und zwar. Also wie gesagt, die aktiven Bremen, die mobile Operationen, ja. Gab es auch noch. Da kann man das ja Lama-Missionen. Aber das sind nicht so für mich, wie soll ich sagen, attraktiv, sag ich einmal. Attraktiv. Ja. Gut, das war's. Bis zum nächsten Event-Video. Gut, tschüssi.